Rote Kapelle war eine Gruppe von ganz verschiedenen Menschen, verschiedener Temperamente, verschiedener Geschlechts, verschiedener politischer Richtung, verschiedener Bildung, die alle geeint waren durch die klare Ablehnung des Nationalsozialismus und den Wunsch, diesem Regime ein baldiges Ende zu setzen und den Krieg zu beenden. Es war eine Ansammlung von Menschen, die alle das Gefühl hatten, dass dieser schreckliche Krieg bald zu Ende sein sollte und dass sie für die menschliche Freiheit kämpften und einfach Idealisten alle waren, ganz egal, wo sie herkamen. Und so war es eben auch für mich, dass das ganz von selber immer stärker wurde, dieses Gefühl, dass man etwas gegen den Hitler machen musste. Es waren Leute dabei, die in Konzentrationslagern waren und das natürlich nicht vergessen hatten. Es gibt einen Film, der hat den Titel eines ihrer Standardsätze, die sagt, ihr redet alle, aber keiner tut etwas. Und das war eigentlich das Grundprinzip von Cantor. Mit Haro, der hat uns auch als Kinder öfter mitgenommen auf sein Segelboot und haben dann da Picknick gemacht, uns wurde was gebraten und gebrutzelt und für uns war das eine ganz neue Welt da. Wir fanden das wunderbar, der eine spielte Gitarre und der andere Ziehharmonika und sie sangen tolle Lieder. So war ich auch nicht, dass ich nur jeden Tag davon reden wollte, was unser geliebter Führer nun wieder macht. Wir trafen uns im Grunewald, so als Ausflügler alle. Kurt Schumacher fehlte. Er hatte eine Übungshandgranate von der Wehrmacht. Die war nur aus Holz und hatte aber das Gewicht einer Originalhandgranate. Und er lag hinten im Gehölz und übte Handgranatenwaffen, das heißt Schweißen, Decken, nicht? Das ist ja richtig. Er bereitete sich schon auf die Revolution vor. Waren Leute, die in dieser braunen Brühe nicht leben konnten. Ich kapierte nicht, wie man da überhaupt auf Trab kam, wenn die da sich mit dieser senfgelben Uniform da rumliefen. Also, Kinderkacke sagt ja aus, nicht? Manche sagten Heil Hitler, was aber gar nichts sagte. Und manche sagten auch nicht so etwas. Und das sagte auch nichts. Denn es konnte ein Böser sein, einer, der einfach sich nur verstellt hat. Oder einer war einer, der interessierte sich dafür gar nicht.
Und ich hatte oft so das Gefühl, es ist wie eine dunkle Bedrückung, die überall ist. Die meisten Leute haben einfach Angst gehabt, weil die ja sofort durchgriffen. Und die wurden dann festgenommen. Und einen Kopf kürzer gemacht. Wie zum Beispiel der Pianist Keiten, der nur im Hause einer Freundin seiner Mutter eine abfällige Bemerkung gemacht hat. Man hatte also solche Ohren, dass wenn irgendwas passierte, dann horchte man genau hin. Man sprach ja auch überhaupt, man hat sich ja angewöhnt, mit niemandem mehr zu reden, den man nicht kannte. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Völlig frei konnte man eigentlich nur reden, im Badezimmer bei fließendem Wasser oder im fahrenden Auto. Wir hörten auch den Sender, den berühmten, den Londoner, bum, 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 bum. Und diesen Ton, wenn ich den heute höre, geht es mir noch kalten Rücken runter. Also dieser Sender, der schwarz gehört wurde, das war auch schon, wurde man auch schon zum Tode für verurteilt. I was surprised to learn that in 1939, when Hitler went to war, that there were approximately 800,000 people. We're talking about social democrats and communists mostly awaiting trial or sentenced in concentration camps for dissidents, resistance, whatever. Now, to me, that's an awful lot of resistance. Germany was not a monolithic place, and I think we're beginning to learn that now. Es gab eine Familie Förtsch und die wohnten bei uns um die Ecke in der Landhausstraße. Und bei denen war eben der Zahnarzt Himpel und das war ein ganz kolossaler Antinazi. Und der gefiel mir eigentlich sehr gut in allem. Und seine Braut war eine geborene Terwil. Da waren wir eben zusammen eingeladen und kamen so ins Gespräch. Und dann fragte er mich nachher so ein bisschen, als wir alleine saßen irgendwo, ob ich nicht mit ihm arbeiten wollte. Und das wusste ich erst nicht genau Bescheid, was er meinte. Kann ja immer jemand fragen, nicht wahr? Oder man kann sowas machen. Aber dann sagte er, ich gebe ja meinen Kopf damit in ihre Hand. Und dann wusste ich, was er meinte. Und dann sagte ich ihm, ja, können wir zusammen arbeiten. Helmut Himpel ging zu seinen jüdischen Patienten in die Wohnung und behandelte, kostenlos natürlich. Das war ein jüdischer Architekt, der hieß Nachtlicht. Und da hatte Helmut immer was zu essen hingebracht. Wo hier die das hatten, die haben so unter sich gesammelt. My sister, of course, was wearing the Star of David. And Helmut Roloff was with her at the time. And a policeman approached them and said that you should stay away from this woman. After all, she is Jewish, but Helmut Roloff had not the slightest interest in such ridiculous Nazi propaganda and just kept on walking together with my sister. An der Ecke, da war eben ein Geschäft, das vollkommen zerstört war von außen, die großen Fensterscheiben alle. Und da standen auch so viele Leute drumherum und guckten. Aber innen hingen noch irgendwelche Vorhänge. Und dahinter saß anscheinend die Familie des Juden. Und dann wurde es denen anscheinend zu dumm. Und es guckte ein Sohn, so ungefähr, ich würde denken, so 15, 16 Jahre, guckte heraus plötzlich und in dem ganzen Moment, wie er da herausguckte, sauste sofort das ganze Pack, das Arische, was da herumgeguckt hatte, weg, war nicht mehr da. So ängstlich waren die bei all ihrem großen Mut, das kaputt zu schlagen. Da bin ich mit der S-Bahn gefahren, die Strecke Wannsee-Zoo.
Und da sah ich plötzlich die Synagoge brennen in der Fasanenstraße. Hell, lichterloh brannte die. Und wir saßen alle in der S-Bahn und alle sahen das und keiner sagte irgendwas. Bloß ich habe mich so aufgeregt und habe gesagt, warum löscht denn da keiner? Da ist ja keine Feuerwehr. Warum brennt das da und kein Mensch ist da? Und die anderen Leute saßen alle stumm da und keiner guckte hoch und keiner sagte was. Und ich habe mich da furchtbar drüber aufgeregt. Die Leute haben das gewusst. Auch, dass die Juden dann zusammengetrieben wurden am Bahnhof Grunewald und dann nach Osten gefahren wurden. Warum wusste man sowas? Das wurde weiter besprochen. Sofort, da waren welche da, die das zufällig wussten. Oder auch Bahnbeamte oder solche, die das erlebten. Und die das dann ihrer Frau erzählten. Und ihre Frau hat es dann wieder ihrer Schwiegermutter erzählt oder ihrer Tante. Und so kam das alles raus. Dass die Menschen verschwanden und dass sie starben, das hat man mitgekriegt, weil es ja auch gute Freunde zum Teil von einem waren. We applied for a visa to emigrate to the United States. And they said, fine, your number will probably come up in 8 years. 1944 would have been our time to emigrate. By that time, my parents were murdered already, and my sister had lived underground and survived the war that way. And I was in England with a Kindertransport. Es gab in Berlin keine Widerstandsorganisation mit einer hierarchischen Führung, sondern es gab verschiedene Freundes- und Widerstandskreise, die sich durch persönliche Kontakte überschnitten. Diese eher lockeren Gruppen fanden sich dann Ende der 30er Jahre zusammen. Der Mittelpunkt war der Schulze Boysen, das war ein Luftwaffenoffizier, und der Arvid Harnack. Arvid Harnack arbeitete im Reichswirtschaftsministerium und hatte seit Mitte der 30er Jahre Kontakte zu Vertretern der sowjetischen Botschaft. Mit Harnack zusammen gegen Haro Schulze-Boysen Anfang 1941 in die sowjetische Botschaft und haben da mit jemandem gesprochen und haben ihm gesagt, dass mit einer Wahrscheinlichkeit der Angriff Hitlers auf die Sowjetunion bevorstünde. Arvid Harnack would not have considered himself a traitor because he felt it was his duty to warn others that the bigger criminals, the bigger traitors were the Nazis. If you have essentially disaffected persons who disagree with the policies of Hitler, those individuals are going to struggle against Hitler in whatever way they see fit, and that struggle is going to involve passing information to whichever enemy Hitler has. Es bestand ja genauso wie zur sowjetischen Botschaft, bestand ja auch die Verbindung zur amerikanischen durch die Mildred Harnack. Who was born in Wisconsin and was the only American woman executed for treason by the Nazis in 1943. The minute my mother met Mrs. Harnack, my father just was terribly excited to learn that Harnack had been in the States, sought him out officially at his desk, and then said, maybe we could go to lunch sometime. And Arvid said, I would really like that. Donald Heath befriended Arvid Harnack in 1938. Donald Heath was the first secretary of the American Embassy in Berlin, and he had a second mission. He was to ferret out information for Henry Morgenthau, the American Secretary of Treasury. We went to Kumalanka, a suburb of Berlin,
and went for a long walk in the woods with Arvid and Mildred. And just listening to the conversation, I said, wow, my father and Arvid are very, very good friends. And they argue and they call each other names. And this is secret, I could tell it. And sure enough, when I returned home, my father said, you know, you don't tell anybody anything about where we go, who we see, who called on the phone. Americans were very interested in finding out how far Hitler was going in terms of rearmament, et cetera. The stuff my father wanted the most was, one, all the details possible about the preparation for the Russian invasion. Konkret konnte Schulze-Boysen darüber informieren aus seinem Wirkungskreis. Da fliegen Flugzeuge in der Region Königsberg in sehr großer Höhe, die machen Aufnahmen. Er konnte über Truppenkonzentrationen informieren. Harnack wiederum konnte informieren über wirtschaftliche Kriegsvorbereitungen und ähnliche Dinge. Then Morgenthau and President Roosevelt laid a priority on my father to find people who could tell, warn them in advance if Hitler's foolishness and Mussolini's foolishness with money would lead to another Wall Street debacle. They became rather close, Donald Heath and Arvid Harnack. Arvid explained while I was walking beside them in the Spreewald, I can be the bridge between the United States and the Russians here in Germany. I understand them, they understand me. And I would be extremely useful to both camps. Die Sowjetunion stellte der Berliner Gruppe für den Fall, dass man abgeschnitten sein würde, zwar Funkgeräte zur Verfügung, aber die Dinger waren einfach nicht funktionsfähig. Und dann einmal kam der Hans Koppi, der Vater vom jetzigen, also vom kleinen Hans, der kam zu uns und der krabbelte auf dem Dachboden und mit meinem Vater zusammen und die wollten da scheinbar irgendwas installieren. Das ging aber nicht, weil die Bäume zu hoch waren. Also es ist nie aus unserem Haus gefunkt worden, wie auch berichtet wurde. Hans Koppi brachte das Funkgerät zu Fritz und Hannelore Thiel, die es bei sich zu Hause versteckten. Neben diesen Aktionen, die der Nachrichtenbeschaffung dienten, standen auch genuine Widerstandsaktionen hier in Berlin, etwa Zettelkleben, aber auch das Verteilen von Informationsschriften über die Verbrechen an der Ostfront, aber auch die konkrete Hilfe für Verfolgte. Ich weiß von meinem Vater, dass er vielen Leuten geholfen hat, aus Deutschland rauszukommen, nach Amerika, weil er da Verbindungen hatte. Durch meine Schwester Nitya habe ich erfahren, dass sie mit Kato und einer anderen Freundin eine ganz bestimmte S-Bahn-Strecke immer gefahren sind, in denen französische Kriegsgefangene transportiert worden sind. Jeder Kontakt mit Ausländern damals war gegen das Volksempfindung, ja. Es war verboten überhaupt, ja. Und wir haben das nicht eingesehen. Es begann mit kleinen Zetteln, mit kleinen Briefen, wo sie also versucht haben, ihnen zu erklären, was sie am notwendigsten brauchten. Und das haben die ihnen dann auch zugestellt. Jeden Tag muss ich die Strecke von Witzleben nach Westkreuz fahren. Umgestiegen oder im Tunnel warten, die Franzosen kamen. Und dann mich in der Gruppe rein gemischt, die Zettel her und wieder weg. Da war irgendwo eine Zone Abenteuer und aber auch menschliche Wärme. Die Franzosen waren glücklich und ich bin glücklich gewesen. Im Frühjahr 1942 gab es in Berlin eine große antisowjetische und antibolschewistische Ausstellung mit dem Titel Das Sowjetparadies. Gegen diese Ausstellung wollten auch die Angehörigen der Berliner Roten Kapelle etwas unternehmen. So
fertigten sie sich kleine Klebezettel an, auf denen Parolen standen wie Krieg, Hunger, Lüge, Gestapo, wie lange noch? Die gingen immer zu zweit, also meistens ein Mann und eine Frau, so als Liebespärchen getarnt, und die Mädchen klebten die Zettel. Und im Hintergrund beobachtete dann Aro Schulze-Boysen diese Aktion. In Uniform und hatte auch eine Pistole bei sich, hat das gedeckt, damit da nichts passierte. Von der Gestalt her sah er so aus, wie man sich den deutschen Offizier wünscht. Schlank, Kopf wie ein Windhund, Augen. Aber er war hochintelligent, passt wohl nicht an zum Bild des deutschen Offiziers. Aro wollte gerne, dass die Leute eben sich darüber klar wurden, dass dieser Krieg A, verbrecherisch war, B, nicht zu gewinnen war, und dass die Menschenrechte verletzt wurden. Als die deutschen Truppen das erste Mal von Moskau zurückgeschlagen wurden, ging man daran, Flugschriften zu erarbeiten und sie zu verteilen. Und Schulze-Boysen brachte Fotos mit, hat äußerst gefällt, und ausländische Zeitungen, nicht nur Schweiz, so spanische Zeitungen, kam ja daran, wie die Kriegslage ist. Die gab uns ja Mut. Das Flugblatt AGIS, das von der Gruppe im Winter 1941-42 erst vorbereitet, dann geschrieben und dann verteilt wurde. Das war einfach eine ganz scharfe Kritik an den Nazis. Im Namen des Reiches werden die scheußlichsten Quälereien und Grausamkeiten an Zivilpersonen und Gefangenen begangen. Jeder kriegsverlängerte Tag bringt mir nur neue unsagbare Leiden und Opfer. Jeder weitere Kriegstag vergrößert nur die Zeche, die am Ende von allen bezahlt werden muss. Was kann der Einzelne tun, um seinen Willen zur Geltung zu bringen? Jeder muss Sorge tragen, dass er, wo immer er kann, das Gegenteil von dem tut, was der heutige Staat von ihm fordert. Es wurden ganz gezielt aus Adressbüchern, aus internen, zum Teil auch geheimen Adressbüchern, wo wichtige Persönlichkeiten drinnen standen, Namen erfasst, und an diese wurde ganz gezielt Briefe gesandt. Anonym. Anonym, natürlich. Was sollten wir? Sollten wir vielleicht schon mal die Adresse Absender schreiben? Dann hätte ich den Namen von Adelsheim drunter geschrieben. Und damit Ihnen das Lachen endlich mal vergangen wäre. Angehörige der Roten Kapelle saßen an den Schreibmaschinen, schrieben mit 5 Durchschlägen die Flugblätter ab und tüteten sie dann ein. Die Briefe haben wir mit Handschuhen geschlossen. Es war schwierig, Briefumschläge zu erhalten. Es war genauso schwierig, verschiedene Sendungen desselben Typs sozusagen von einem Briefkasten auszumachen, denn das fiel auch in der Post auf. Mit der U-Bahn bis Kielplatz, zum Hohenzollernplatz, wo wir wohnten. Und dann hatte ich hier so eine Aktentasche auf meinem Schoß liegen. Und das war alles voller revolutionärer Schriften. Um Sicherheit und Konspiration zu gewährleisten, war es dringend notwendig, dass nicht jeder jeden kannte. So, dass also es nicht möglich war, sollte es aufgehen, irgendwelche belastenden Aussagen zu machen. Viele hatten wirklich nur einen Überblick über die unmittelbaren 3, 4, 5 Menschen, mit denen sie konkret zusammenarbeiteten. Manchmal war es ja auch so, dass man, ohne dass irgendwas vorlag,
von einer Gruppe von Gestapo-Leuten untersucht wurde. Und dass sie plötzlich die ganzen Sachen, die man hatte, nachsahen. Aber das war eigentlich so, das gehört auch so, zu dieser Einstellung, die man da hatte, nicht dazu, dass man immer zu denkt, was kann jetzt alles kommen, sondern man dachte eben nur, man muss sich möglichst unauffällig verhalten. Die Leute, die die Flugblätter bekamen, lasen sie nicht etwa und schmissen sie dann weg, sondern die meisten von denen gaben sie an die Polizei und an die Gestapo weiter. Und wir finden in den Gestapo-Akten dann lange Listen der Empfänger, lange Listen der Aufnahmepostämter, lange Listen, wo man versuchte, dem Briefpapier und den Umschlägen auf die Spur zu kommen. Und es spricht für die hohe konspirative Qualität der Roten Kapelle, dass diese Ermittlungen, die die Gestapo im Frühsommer 1942 mit ungeheurer Energie führte, dass die im Sande verliefen. In Brüssel saß zu dieser Zeit ein Mitarbeiter des sowjetischen militärischen Nachrichtendienstes GRU. Von Moskau aus erhielt dieser Mitarbeiter einen Funkspruch, und zwar bereits im Herbst 1941. Er solle sich nach Berlin begeben, weil der Funkverkehr zwischen Berlin und Moskau nicht funktioniert hatte. In diesem Funkspruch waren auch verschlüsselt Anschriften, Klaranschriften von drei Mitgliedern der Roten Kapelle hier in Berlin enthalten. Als die Gestapo den Brüsseler und den Pariser Zweig der Roten Kapelle zerschlagen hatte, konnten sie im Sommer 1942 auch diese Funksprüche entziffern. Ja, das war am 12. September 1942. Das war sehr früh am Morgen und wir hatten unser Zimmer, unser Schlafzimmer, unser Kinderzimmer war zu der Seite raus, wo auch die Kellertreppe ist. Und plötzlich hörte ich eine harte Stimme, halt, stehen bleiben oder ich schieße. Und ich guckte aus dem Fenster vorsichtig und da hatten sie meinen Vater, der wollte zur Kellertreppe, zum Keller raus und wollte fliehen. Und das hat er aber nicht geschafft. Die haben ihn da erwischt. Die hatten das ganze Haus umstellt. Und dann kam die 16. September 1942, kam eben die Gestapo und die hatten genauso viele Männer mit, wie wir Zimmer hatten. Die Wärter sollte mich am Omnibus ab und sagt, es ist was Furchtbares passiert, Harro ist verhaftet. Nach der Verhaftung von Harro Schulze-Boysen wurde dann den beiden Thiels die Sache mit dem Funkgerät zu heiß. Sie tarnten es in einem Kinderwagen und brachten es zu Helmut Himpel. Eines Tages rief mich die Fräulein Terwil an, die Braut vom Himpel, und sagte, ich möchte mal schnell vorbeikommen. Es wäre etwas, Sie müssten mich sprechen dringend. Dann ging ich dahin. Ich traf dann nur den Herrn Himpel. Die Terwil habe ich bei der Gelegenheit nicht mehr gesehen. Dann sagte der Himpel zu mir, das sollen Sie jetzt mitnehmen und verstecken zu Hause. Naja, was soll ich nun machen? Sollte ich vielleicht danach, das kann ich doch nicht gut. Meine Eltern wissen nichts davon, die muss ich dann erst eigentlich fragen und so weiter. Das wäre ja nur lächerlich gewesen. Also da habe ich den eben mit
Und da mich keiner unterwegs anhielt und kontrollierte, ist mir auch nichts passiert. Dann haben sie meinen Vater, also in Handschellen, ich weiß noch, hier auf der Terrasse saßen wir alle und er hatte die Handschellen um und wir haben mit diesen jungen Männern noch eigentlich gesprochen, als ob es, wir haben es gar nicht so begriffen, wie, was eigentlich los war, wie schlimm das war. Dann wollte mein Vater, war ja magenkrank und so, fragte, ob die Gestapo beim Tabletten nehmen darf. Nein, auf keinen Fall. Natürlich, Gift. Die Mutti und die Tante Bussert und ich, wir saßen da und tranken Tee. Und da klingelte es. Und ich ging da hin und machte auf, harmlos. Da standen da zwei ekelhafte Kerle. Der eine hatte so eine Warze auf der Stirn. Kriminalpolizei! Und ich dachte, was wollen Sie denn bei uns? Naja, ist Ihr Bruder zu Hause? Ich habe gesagt, nee, der ist nicht da. Wo ist der? Das weiß ich nicht. Ich hätte sagen sollen, soll ich meines Bruders Hüter sein? Naja, und dann haben sie gesagt, wo ist sein Zimmer? Und dann haben sie mich beiseite geschubst und sind einfach in sein Zimmer eingebrochen. Ja, und dann nach einer Weile schloss jemand die Tür auf und da kam mein Bruder nach Hause. Wir suchen einen Koffer. Und da dachte ich, was für einen Koffer? Und da sagten die, lügen Sie nicht. Herr Himpel hat uns schon alles gesagt. Und das war natürlich von denen dumm. Denn damit wusste ich ja, dass der Himpel bei ihnen auch schon war. Und da war nicht mehr für mich die Möglichkeit oder Notwendigkeit, den noch zu verheimlichen. Und sagte, ach so, den suchen wir. Er hatte den Koffer nie aufgemacht? Weil ich das nicht konnte. Weil der Schlüssel zu dem Koffer weg war. Das hat mir nämlich nachher das Leben gerettet. Und dann dauerte es noch mal eine Weile. Und also wir waren ja atemlos und auch sprachlos vor Angst und Schrecken. Nicht? Und da kam der Helmut raus. Und hinter ihm diese beiden Kerle so in Tuchfühlung immer. Die ließen ihn gar nicht alleine gehen. Ja, und dann nach einer Weile kam mein Vater nach Hause. Und dann musste man ihm das sagen. Und da hatte ich um meinen Vater Angst. Der saß an seinem Schreibtisch, hatte die Hände so vor den Augen und da kamen immer die Tränen raus. Ich habe meinen Vater nie weinen gesehen. Es war furchtbar. Die Verhafteten kamen dann
in das sogenannte Hausgefängnis des Reichssicherheitshauptamtes in der Prinz-Albrecht-Straße 8. Also mein Vater und meine Schwester, die wurden zusammen in die Prinz-Albrecht-Straße gebracht. Und meine Mutter und ich, wir kamen zum Alex, also zu dem berüchtigten Alexanderplatz. Den gibt es, glaube ich, gar nicht mehr, dieses Gefängnis. Sie wurden dort zuerst dann erkennungsdienstlich behandelt, fotografiert. Als ich an diesen Apparaten geführt wurde, da begann ich so ungefähr, mir ein Konzept zu machen für das, was ich denen erzählen sollte, denn ich nahm an, dass die einiges wissen wollten. Und was war es, was da so durch deinen Kopf ging? Ich habe immer nur gedacht, wie komme ich hier wieder raus und wie sage ich etwas, was einigermaßen überzeugend klingt und die anderen nicht verrät. Er meint, was ihn gerettet hat, war eigentlich, dass er dann sich überlegen konnte, genau eine Strategie, wie er dort auftritt. Nämlich als einer, der von nichts eine Ahnung hat, der mit Terwil und Himpel musiziert hat. Und das stimmte auch in einem gewissen Teil, weil die sehr musikalisch waren und hatten eine Plattensammlung. Und das Zweite natürlich, dass seine Freunde ihn nicht verpfiffen haben. Niemand. Das ist Schulze-Boysen. Das ist, glaube ich, Graudenz. Ja, das ist Graudenz. Das ist Simpel. Und bald danach kommt seine Freundin. Das ist die Terwil. Die Gestapo nahm im Herbst 1942 mehr als 100 Menschen fest, die zur sogenannten Roten Kapelle zählten. Dann kam meine Mutter in Einzelhaft und ich kam auch in Einzelhaft mit 16 Jahre. Und ich war ein sehr verträumtes und romantisches Kind und war also vollkommen verzweifelt da in dieser Einzelzelle. Und man wusste ja auch nicht, wie lange das dauert und ob man da jemals wieder rauskommt und was man sagen soll und was passiert. Er hat mir noch einen Kopf geschreichelt. Was macht ein Vater mit seinem Sohn? Und sagte, Wiedersehen, Jungchen. Dann begannen die Verhöre vor der Gestapo. Das ging stundenlang. Ob ich jemanden kenne, und die wussten, die Namen hatten sie eigentlich alle. Also es waren keine, man fragten nur, kennst du den oder kennst du den? Nein, ich habe alle nicht gekannt. Sagst du nein, dann sagt er, du lügst. Sagst du ja, belastest du jemanden. Ne? Die erste Vernehmung geschah ja von einem Gestapo-Mann und der war nicht freundlich, aber er war auch nicht direkt so, dass er etwa losschlug oder sowas. Ich dachte mir natürlich, es kann ja auch sein, dass das alles noch kommt. Es kam aber auch schon bei diesen Verhören zu Prügeln, es kam bei diesen Verhören schon zu Folterungen. Die Sekretärinnen schauten dann schlicht und einfach teilnahmslos in die andere Ecke, wenn der Gestapo-Mensch zuschlug. Ich musste das nachher alles unterschreiben, aber eins wollte ich mich eigentlich weigern, das konnte ich aber nicht, ich weiß nicht mehr warum. Und nämlich, dass ich das versteckt hätte unter dem Flügel. Und ich sagte, nein, ich habe es nur dahingestellt. Die Gestapo setzte alle Mittel gegen die Rote Kapelle ein. Dazu gehörte nicht nur die Folter, sondern sie wandten selbstverständlich auch psychologische Kniffe an. Mein Vater hatte am 12.11. Geburtstag. Und wir hatten hier Enten. Und das waren also sein Lieblingsessen, Enten. Und zu dem Geburtstag haben die uns erlaubt, dass wir in der Prinz-Albrecht-Straße auf dem Schreibtisch von dem Gestapo-Fritzen einen Tisch gedeckt haben. Ein Entenbraten, den wir Mädchen hier zu Hause gebrutzelt hatten, nachdem wir also frei waren schon wieder.
und haben ihm da ein Geburtstagsessen hergerichtet. Und das haben wir zu viert, haben wir da sitzen können und das essen können. Natürlich war eine Abhöranlage eingebaut. Und wie ich dann herunterkam in die Zelle, da bekam ich Handschellen. Das ist das Einzige, was ich weiß. Und das blieb die ganze Zeit, die Handschellen, bis ich noch in ungefähr einer Woche nach Spandau überführt wurde. Und da waren die Handschellen alle weg. Und hast du geschlafen mit diesen Handschellen? Natürlich. Man kann ja nicht eine Woche lang wach liegen. Und am nächsten Morgen sagte mein Vater, er ginge jetzt und wollte suchen, wo der Helmut ist. Dann habe ich gesagt, ich gehe mit. Und da kamen wir also im Alex an und gingen da, also fragten wir auch erst, wo es zur Gestapo geht. Da wurde man schon komisch angeguckt, aber da zeigte uns einer das. Und da war also auch einer und der war wahnsinnig höflich. Bitte schön, nehmen Sie Platz und so, nicht? Und womit kann ich Ihnen helfen? Und da haben wir gesagt, mein Vater sagte erst immer gar nichts und ich sagte dann, mein Bruder ist gestern abgeholt worden und wir wollen wissen, wo er ist. Und dann hatte der da so ein ganz dickes Buch, das holte er ran und blätterte da drin rum. Der steht hier nicht drin. Da gehen Sie mal in die Prinz-Albrecht-Straße, da sind die schweren Fälle. Und da war eine Klingel, da konnte man klingeln, wie am gewöhnlichen Haus. Und da habe ich also da geklingelt. Und wer machte uns auf? Der Kerl, der mit der Warze auf der Stirn. Als ob der auf uns gewartet hätte. Ach, Herr Professor, bitte nehmen Sie Platz, so ging das gleich wieder. Und dann hat er gesagt, wie konnte Ihr Sohn so etwas machen? Und da hat mein Vater gesagt, ja, was hat er denn nun eigentlich gemacht? Wir wissen doch nichts. Sie wissen nichts, dann haben die mich ausgequetscht. Also was. Ich habe die angeschrien nachher, gesagt, ich habe ihnen schon gesagt, wir wissen nichts, wir wissen überhaupt nichts, was mein Bruder privat gemacht hat. Nichts wissen wir. Dass wir zu Hause gemeckert haben, haben wir natürlich nicht verraten. Naja, und dann hat er also gesagt, wenn Sie das nicht wissen, dann brauchen Sie das ja auch nicht zu wissen. Jedenfalls, Ihr Bruder bleibt jetzt erstmal bei uns. Auf dem Bett gab es eine Unmenge von Wanzen, die dort fröhlich herumkrabbelten und die man dann eben, wenn man das Bett benutzte, versuchte ein bisschen beiseite zu schieben. Die hatten uns völlig zerstochen. Da haben wir uns beschwert und das war komischerweise im Männergefängnis, hatten sie uns untergebracht. Der hat dann gesagt, na die paar Tierchen, die müsst ihr mit durchfüttern. Das will ich auch nicht vergessen. Fielen so viele Frauen auf einmal an, ich sagte jetzt mal so wie ein Kaufmann, fielen an, dass sie nicht wussten, wohin mit den Frauen und haben eben die Station 5, ich war Station 4, haben sie für Frauen eingerichtet. Aber es war kein Frauengefängnis, es war ein Männergefängnis. Haben da sofort nicht sich eingerichtet, sondern das Leben allen. Rainer Küchenmeister und Cato haben in Zellen übereinander gewohnt, gelebt und haben Briefe ausgetauscht an einem Bindfaden, den sie rauf oder runter gezogen haben. Sie sagte nur, also klopfte, Schulze Beusen, und ich sagte, hallo.
Und da war jetzt eben, sie war praktisch wie ein Kohl, dass ich eben in Ordnung bin. Und dann entwickelte sich dadurch eben, Cato war meine Gefährtin. Ich meine, sie war ein Stück meines Daseins und ich gehörte zu ihr. Sie hatte jemanden, das war wichtig, dass man jemanden hat, für den man sorgt. Auch im KZ. Ich habe da sofort mir jemanden genommen, um meine Menschenwürde, ich sage das jetzt so, dass es eben so gut klingt, konnte man nur erhalten, indem man einem anderen Menschen hilft. Meine Mutter hat mit ihr zusammengesessen und hat immer erzählt, dass sie aus dem Fenster gesungen, gepfiffen hat, die Gedanken sind frei. Und das haben sie alle gehört und haben sich gefreut darüber. Neben mir war Gregor, war völlig kaputt, war schon 7 Monate da und er sprach mit mir und er sagte mir immer, Rainer, ihm fallen jetzt die Zähne aus dem Hals. Da habe ich der Kato gesagt, also welche Möglichkeit, das war das Lebenserhaltende. Die hat eine Zitrone besorgt. Die hat sie mir geschickt, von Zelle zu Zelle, und ich habe es an Gregor weitergegeben. Cato schreibt in einem Kassiber, ihr müsst immer gut alle Wäsche durchsehen, damit nicht die Kassiber mitgewaschen werden. Kassiber sind also geheime Informationen, die sie in ganz bestimmte Wäschestücke hineingenäht hat. Und auf diese Weise haben wir also viel erfahren können. Und sie schreibt auch hier, wenn es Salat gibt, esse ich diese Blätter so, nur Grünes. Denn seit einem halben Jahr esse ich nur Kartoffelsuppen. Meine Haut ist nun sehr rau. Der Frühling macht das wohl. Es ist so schade, dass wir niemals nach draußen kommen. Und mit Grauen denke ich an den Sommer, denn sicher sitzen wir auch dann noch hier. Und jeden Sonnabend ist sie halbwegs mit mir in die Prinz-Albrecht-Straße gegangen. Dann haben wir immer so kleine Fresskäckchen gepackt und irgendwas Nettes reingelegt. Ich weiß nicht mehr, durch wie viele Gänge man da gehen musste. Und immer solche Schlüssel und immer hinter einem wieder zugeschlossen. Aber wir durften nicht rein zu ihm. Ich habe die nie gesehen, aber das gaben sie ab. So, zeigen Sie mal her. Und dann haben die das mit ihren widerlichen Messern aufgepolkt alles und geguckt, was da drin war. Ob da irgendwas Feindliches drin lag. Das war eine solche Gemeinheit, da saßen wir immer dabei. Dann wurde das versiegelt und dann durften wir es erst in Spandau abliefern. Ich bin heute sehr müde, denn gestern Abend hatte ich noch ein sehr langes Gespräch über den Katholizismus mit Maria Terville, die nebenan liegt. Es ist gut, dass man sich unterhalten kann. Alles natürlich verboten. Man darf sich nur nicht erwischen lassen. Bei diesen Gelegenheiten, wenn ich dort nachts schlief oder versuchte zu schlafen, kamen natürlich viele Gedanken, und was ich vielleicht falsch gemacht hätte. Und dann kam aber nicht der Gedanke dabei, dass es nun besser gewesen wäre, ich hätte sowas überhaupt nicht getan. Sondern es kam mir eben die Idee, dass diese Leute auf jeden Fall mich umbringen wollten. War mit Harro Schulze-Boysen, Erwin Gerz und anderen Militärs, Soldaten verwickelt worden waren, entschied die NS-Führung, dass dieser Prozess vor dem sogenannten Reichskriegsgericht stattfinden sollte. Auch gegen die Zivilisten, auch gegen die Frauen. Und dann dachte ich auch, ich muss mal doch eine Verbindung mit dem Himpel haben, damit ich weiß, was er gesagt hat. Und daher schrieb ich ihm und schrieb ganz so wie in einem Vorwurfsbrief.
Lieber Herr Himpel, ich verstehe nicht, warum Sie sagen konnten, wir hätten zusammen irgendwelche politischen Dinge besprochen. Wir haben doch immer nur zusammen Musik gemacht. Und da wusste er ganz genau Bescheid, weil das ja mit der Musik gar nicht stimmte. Man wurde ja einmal am Tag herumgeführt auf dem Gefängnishof. Und da ging jeder so, wie seine Tür lag. Und da war ich ganz anders als der Himpel. Hör zu! Da sprang ich heraus und tat so, als wäre mein Schuh nicht in Ordnung. Und dann machte ich da so herum und wartete, bis der Himpel herumgekommen war. Und dann nahm ich vor ihm Platz. Wartete, bis der Himpel noch mehr an mich rankam und dann in dem Moment stieß ich den Brief dann ihm in die Hand. Ich weiß noch, es ging mir direkt, wie ich dem den Brief gab, so ein Schlag im Herzen. Er hat es dann auch alles vernichtet. Diese Briefe sind nie entdeckt worden, auch nicht die er mir dann schickte. Und da schrieb er mir ganz gleich wie Sie, ich sagte aus. Er hat es nämlich ausgeschnitten aus einer Zeitung. Und MT, das war Marie Terwil. Das war dann für mich eine ziemliche Beruhigung. Dachte ich mir, da ist ja noch die Möglichkeit, dass ich vielleicht nicht gleich hingerichtet werde. Es kam dann hinzu, dass es bei diesem Reichskriegsgericht einen jungen Staatsanwalt, einen Oberstaatsanwalt, einen Reichskriegsgerichtsrat gab, der sehr ehrgeizig war, Manfred Röder. Manfred Röder gab sich mit den Ermittlungsergebnissen der Gestapo nicht zufrieden, sondern er verhörte die Teilnehmenden der Gruppe selber, er verhörte aber auch deren Familienangehörigen noch einmal. Und da schrieb mir auch der Himpel damals und sagte, ich hatte an sich einen sympathischen Eindruck von ihm. Naja, das hat sich natürlich nachher nicht bewährt. Auch ich war an sich von ihm angenehm überrascht, aber ich habe den Leuten nicht getraut. Ich habe zum Beispiel gesagt beim Himpel, ich wundere mich, was Sie mir über Herrn Himpel erzählen. Der war doch ein schlagender Student. Das sind doch nationale Leute und sowas. Von denen ist doch sowas gar nicht zu erwarten. Aber das wollte der gar nicht hören. Er wusste nur, wenn ich das so sage, dass ich eben doof bin. Das wollte ich gern, dass er das glaubte. Meine Mutter war im Ministerium, um mit ihm zu reden über Chateau. Später erzählte sie, als ich diesen Menschen, dieses Gesicht, dieses Lächeln in diesem Mann gesehen habe, da war mir ganz klar, dass von diesem Mann überhaupt nichts zu erwarten ist. Dieser Mensch, der wird niemals einen Gnadengesuch unterschreiben. Das Urteil wurde gesprochen am 19. Dezember. Die Hinrichtung fand statt am 22. Dezember. Also eilig geht es eigentlich nicht.
Und das hat auch mit einem ordentlichen Gerichtsverfahren überhaupt gar nichts zu tun. Mildred Harnack didn't have witnesses on her behalf. People were tortured to produce evidence. They were not allowed to see their lawyers. Es waren einige wenige Pflichtverteidiger zugelassen, die oftmals erst am Tage davor oder manchmal auch am Tage der Verhandlung selbst erstmals nur 5 Minuten mit ihren Klienten in Anführungsstrichen überhaupt sprechen konnten. Ein Satz, der mir besonders zu Herzen gegangen ist: Schulze-Boysen hat niemals ehrlich dem nationalsozialistischen Staat gedient. Da bin ich sehr stolz drauf, auf den Bruder. Als die ersten Todesurteile verhängt wurden, das war im Dezember. Und das war natürlich sehr schrecklich, das zu hören. Die Zellen waren ja abgeschlossen und man saß darin und hörte das. Mein lieber Rainer, ja, das war ein Schlag ins Gesicht, dieser Antrag vom Oberst. Aber Rainer, ich bin so sehr vom Leben überzeugt und liebe die Menschen so unendlich, dass ich gar nicht daran glaube, dass es wahr ist. Und dann schrieb sie mir, nun ist das Urteil doch so ausgefallen. Der Oberst hieß ja der Richter da, das Urteil doch so ausgefallen. Und wofür diese Kinder nachher hingerichtet wurden, das ist einfach ein Wahnsinn, ein Schwachsinn. Zum Teil, dass sie Zettel geklebt haben, nicht? Und gegen den Krieg waren. Liane Berkowitz war 18 Jahre alt, als sie inhaftiert wurde und im dritten Monat schwanger. Sie war also am Anfang ihrer Schwangerschaft, während Hilde Koppi schon, glaube ich, im 8. Monat war. Selbst das Reichskriegsgericht empfahl Hitler ihre Begnadigung. Ebenso in einigen weiteren Fällen. Und er hat sie einfach pauschal alle abgelehnt mit einem Federstrich. Wahrscheinlich aus Wut vor irgendwelchen militärischen Niederlagen, die er wieder hinter sich bringen musste, hatte sie einfach alle pauschal abgelehnt. Worauf dann am 5. August 1943 diese Frauen, darunter auch meine Mutter, hingerichtet wurden. Hilde Koppi und Liane Berkowitz bekamen noch in der Haft ihre Kinder. Dann gab es eine 6-wöchige Schonfrist und auch dann starben diese Frauen unter dem Fallbeil von Plötzensee. Das Kind von Liane Berkowitz musste in ein Krankenhaus gebracht werden, wo es bald gestorben ist. Man weiß nicht, woran es gestorben ist. Ob an den Folgen der Mangelernährung, die Liane im Gefängnis bekommen hatte, oder ob es vielleicht, womöglich sogar, einer der kranken Mordaktionen der Nazis zum Opfer gefallen ist. Himpel hatte wahrscheinlich im Januar, so erinnere ich mich, eine Verhandlung. Und wie er von da wiederkam, da haben sie ihn gleich gefesselt. Denn die Todeskandidaten wurden immer gefesselt. Meine liebe Cato, ich kann das alles, was ich für dich empfinde, unmöglich aufs Papier bannen. Der gestrige Tag war furchtbar für mich, nach dem Urteil. Ich war dicht daran zu tun. Aber als ich deine Stimme hörte, Cato, da wurde ich wieder ruhig. Ruhig wie ein kleiner Junge, der die Stimme seiner Mutter hört. Nun, liebe Cato, habe ich noch eine Bitte an dich. Gib mir ein Talisman, ein Andenken von dir, Cato. Ich will daran glauben, immer und so fest, wie ich auch jetzt noch an dich glaube. Also, dass ich nicht hingerichtet wird. Kannst du das verstehen? Mein lieber Rainer, was bist du doch für ein famöser, lieber Junge. Dein Brief hat mich so glücklich gemacht. Ich möchte ihn immer bei mir tragen und den Abschiedsbrief von Heinz Strelow auch. Sollte ich wirklich sterben, Rainer, sei nicht allzu traurig. Vergiss mich nicht. Eine Bitte habe ich an dich. Sei vernünftig und beginn nichts Falsches. Ich meine damit, du sollst kein Märtyrer sein. Es hat keinen Sinn. Du wirst so nötig gebraucht. Du hast so viele gute Eigenschaften und es ist auch solch ein Reichtum an Liebe in dir. Das ist das Höchste und Schönste, das der Mensch besitzt. Ich liebe dich so, als seist du mein Bruder. Vielleicht wirst du meinen Bruder Tim auch mal sehen. Geh zu meiner Mutter,
Das musst du mir versprechen, mein lieber Rainer. Ich liebe das Leben und die Menschen unendlich. Und darum gehe ich ohne einen Groll aus dem Leben oder gar Hass. Vielleicht sterben Heinz und ich zu fast der gleichen Stunde. Das wäre schön. Denn wir beide gehören zusammen und darum waren diese 3 Tage so wunderbar. Und ich glaube immer noch an ein Wunder, das mich dem Leben wieder schenkt. Denke an deinen Vater, lieber Rainer, und begebe dich nicht unnütz in Gefahr. Ich weiß nicht, warum ich sterben muss, aber sicher hat alles einen Sinn. Du glaubst, ich mag weinende Männer nicht. Ach, Rainer, das macht gar nichts. Auch Heinz hat geweint. Nur zuletzt haben wir uns immer angelacht, weil wir zusammen so glücklich waren. Lebe du weiter, lieber Rainer, suche das Schöne in der Kunst und in jenen Menschen und lerne mit dem Herzen zu denken. Der alte Gott schütze dich. Einen lieben Gruß von deiner Kato. Kato hat mir das ja eben. Anje hat mich darauf gedrängt, ne, dass durchkommen. Da ja nur noch. Also um hinterher berichten zu können, was ist hier los. Und ich wollte ja mit Kato sterben, nicht? Also aus richtig, wie ich es gehört. Und dann bin ich tatsächlich nach Berlin gekommen und habe Kato noch in ihrer Todeszelle gesehen. Das heißt, sie wurde vorgeführt mit einer Binde TK. Und da habe ich gesagt, Kato, du bist bald bei uns wieder. Ja, nein. Hier. Ein Binde, das TK. Todeskandidat. Kato hat furchtbar geweint, natürlich. Und ich mir hat die Kehle zugedrückt. Ich konnte auch nichts sagen. Ich war deswegen einfach runter. Was konnte man sagen für einen Menschen, der kurz vor dem Tod steht? Extra für die Angehörigen der Roten Kapelle wurde im Dezember 1942 in Plötzensee jener Balken mit Fleischerhaken, mit 8 Haken dran eingebaut, an dem dann eben nicht mehr mit dem Fallbeil hingerichtet wurde, sondern wo die Leute erhängt wurden. Der edelste Tod eines Hingerichteten war der durch die Kugel, dann kam der Tod durch das Fallbeil und dann die schimpflichste Form, die den Männern der Roten Kapelle galt, nämlich die Hinrichtung durch den Strang. Geliebte Eltern, es ist nun soweit. In wenigen Stunden werde ich aus diesem Ich aussteigen. Ich bin vollkommen ruhig und ich bitte euch, es auch gefasst aufzunehmen. Es geht heute auf der ganzen Welt um so wichtige Dinge, da ist ein Leben, das erlischt, nicht sehr viel. Was gewesen ist, was ich getan, davon will ich nicht mehr schreiben. Alles, was ich tat, tat ich aus meinem Kopf, meinem Herzen und meiner Überzeugung heraus. Und in diesem Rahmen müsst ihr als meine Eltern das Beste annehmen. Darum bitte ich euch. Dieser Tod passt zu mir. Irgendwie habe ich immer um ihn gewusst. Es ist mein eigener Tod, wie es einmal bei Rilke heißt. Das Herz wird mir nur schwer, wenn ich an euch Lieben denke. Die Klammer Libertas ist mir nah und teilt mein Schicksal zur gleichen Stunde. Ja, und nun gebe ich euch allen die Hand und setze nachher eine, in Klammern eine einzige, Träne hierher als Siegel und Pfand meiner Liebe. Euer Harro. In ihrem Abschiedsbrief schreibt der Libertas: Erzähle allen von uns. In Wirklichkeit war es so, dass die Familie strengste Order hatte, kein Wort über die ganze Sache zu sagen, unter Androhung von Konzentrationslager. Nachdem wir entlassen wurden, da mussten wir unterschreiben, dass wir bei Todesstrafe niemandem etwas davon erzählen, was wir erlebt oder gesehen haben oder was überhaupt passiert ist. Und das ist ja eine ganz schöne Belastung, wenn man 16 Jahre alt ist,
das mitzutragen. Bei der Roten Kapelle war es ja das ganz große Bedürfnis, auch von Hitler, dass das bloß niemand erfahren sollte, denn dass es da ernsthafte, anstehende Menschen gab, die damals schon ihm in den Arm fallen wollten, das konnte er wirklich nicht hinnehmen und das hat er auch vielleicht auch gar nicht mal verstanden. Einen Tag, nachdem Himpel sein Todesurteil erhalten hatte, wurde mein Mann aus dem Gefängnis entlassen. Himpel gab ihm noch sein Testament in Form eines Kassibers und er nahm es mit nach draußen. Und damit war also die äußere Sache abgeschlossen. Und da flog die Tür auf und der Helmut stand da. Und sah aus wie sein eigener Geist, vollkommen abgemagert und furchtbar. Und dann ging ich mit dem Testament von Herrn Himpel in die Seesener Straße und klingelte dann und da machte aber niemand auf. Und dann ging ich wieder die Treppe runter und da begegnete mir Herr Terbil, Dr. Terbil. Und fragte mich etwas erschrocken, hat meine Mutter aufgemacht und so, sagte, nein, es hat niemand aufgemacht. Und dann habe ich ihm das erzählt und dann war es alles sehr nett. Und er sagte, ich kann doch meine Mutter nicht sagen, dass meine Schwester da hingerichtet wird oder sowas. Deshalb haben wir ihr gesagt, meine Schwester ist nach der Schweiz gefahren. Und Herr Himpel auch. Nach dem Krieg hatte ich ein Interesse daran, dieses Gefängnis mal wieder zu sehen. Und da fiel mir vor allen Dingen auf, dass in einem der oberen Stockwerke das übliche Geräusch war, wie immer, wenn dann irgendwie etwas geschrieben wird für die Gefangenen. Und diesen Mann kannte ich. Der kam nachher auch mehr nach vorne und dann sah ich, das war genau einer der Schlimmsten, die vorher da waren. My father sent me from Berlin a V-mail, a film of a letter, telling me that the great sadness in his life, he had found that Arvid and Mildred, they were killed. I'm sorry, this was in which year did you This out? Was 1945, and when the Allies were allowed to get into Berlin, then he immediately began looking for everybody. And it just stunned him. I could tell the way he was writing to me. And he was saying, it's such a shame to lose people. Früher legte ich öfter mal diese Bilder von meinen Eltern auf einen Tisch und es war schwer für mich, mir vorzustellen, wie sie denn wirklich lebendig waren, weil die Bilder bewegten sich nicht. Es gab auch keinen Film. Und vor ein paar Jahren sah ich ein Dokument, das mein Vater kurz vor seiner Hinrichtung ausgefüllt hat und wo drauf
vermerkbar, wie groß er eigentlich war. Er war immer 1,86 Meter. Früher hatten mir meine Großeltern erzählt, er wäre 1,96 Meter gewesen. Ich hatte immer das Gefühl, ich müsste immer ständig zu ihm aufblicken. Und dann sah ich dieses Dokument, dass wir ja praktisch auf einer gleichen Augenhöhe miteinander doch uns befanden. People in the resistance, I was shocked to hear, even the July 20th resistance, didn't get their pensions until many, many years later. Their husbands were traitors, and even though they had fought against Hitler, they did not get pensions, where SS widows and people like that got their pensions when they came due. What I remember is my sister Anna Marie telling me that the German government paid her some Wiedergutmachung, and as far as I recall, it was about $25 per month for what she went through as a non-Aryan living underground in Berlin. And also these $25 were also supposed to take care of the death of my parents. Man nannte sich Wiedergutmachung, das ist Quatsch, das war nicht wiedergut zu machen. Ich habe übrigens 5 Mark gekriegt pro Tag, pro Hafttag, und ich hatte meine Schnodrigkeit, wie er sagte, schade, hier sage ich nicht 10 Jahre. Ich sage, ich werde davon gehabt, ich hätte ein paar Bier mehr trinken können. Und der Beamte war selbstverständlich entnazifiziert, aber immer noch natürlich, dem habe ich den Befragung ausgefüllt, und Vater, und wie gesagt, ist hingerichtet. Da sagte der Hasserfüllt zu mir, für Tod gibt's nichts. Das hat mich sehr getroffen. Das hat mir auch, darum bin ich nachher auch abgehauen, weil ich konnte das nicht haben. Dann in West-Berlin ging es mir so, dass wir einfach alle Angst hatten zu sagen, dass wir zur Roten Kapelle gehört hatten. Denn man hat immer noch das Gefühl gehabt, dass die Nazis doch fest noch im Sattel sitzen, überall. Und diese Angst vor den Nazis habe ich bis heute nicht verloren. Es waren ja immer noch Anhänger von Hitler, die Leute. Die sahen uns nicht mehr so aus. Das ist ja nicht ab. Vom Tag der Kapitulation an waren es ja nicht plötzlich Demokraten, ne? Ende der 40er Jahre galten meine Eltern und ihre Freunde im Westen bereits wieder als Landesverräter und Spione, weil sie gewissermaßen mit der falschen Seite versucht hatten, gegen Hitler zu arbeiten. La fin de la guerre, c'est 1945. La guerre froide commence en 1947. Et à partir de ce moment-là, les anciens nazis, les anciens agents de la Gestapo, qui avaient lutté, par exemple, contre l'Orchestre Rouge, ils deviennent très utiles. Einer der bedeutendsten Ermittler in der Sonderkommission Rote Kapelle war der Kriminalrat Horst Kopko. Kopko sagte ganz bereitwillig für die Alliierten aus. Daraufhin wurde er vom britischen Geheimdienst mit einer neuen Identität versehen, hieß plötzlich nicht mehr Horst Kopko, sondern Horst Kordes. Nachher hat er schnell eine neue Karriere gemacht und niemand hat ihn gestört. Mr. Roeder, who had been the judge advocate in the Rote Kapelle trial, was trying to save his own skin. And trying to make the Americans believe that this was a very dangerous spy group, which was still very much in operation. Diese Spionagephobie wurde ja immer neu angefacht durch den Kalten Krieg, und dort wurde das, was die Gestapo mal als Rote Kapelle bezeichnet hat, wurde gewissermaßen das Sinnbild für sowjetische Spionage schlechthin. Und dieses Bild ist dann nach 1945, man könnte fast sagen, feindlich miteinander verwandt, im Osten und im Westen bedient worden. Beliebiges Beispiel, Heinz Höhne, ein Hamburger Spiegeljournalist, macht ein wunderbares Bild einer nach Moskau funkenden Spionagegruppe. Wie haben Sie herausgefunden, dass da 500 Funksprüche abgegangen sind? Die 500 Funksprüche, von denen in der Literatur, ich möchte hinzufügen, leider auch bei mir die Rede ist, ist natürlich nur eine Behauptung von Leuten, die ein gewisses Wissen
über die Dinge hatten, aber selbstverständlich nicht über diese Funksprüche verfügten. If the Red Army had been receiving the sort of intelligence that some of the more sensationalized books had talked about them receiving from the Rota Capella, then they could have reacted in much more efficient fashion to the German actions. Im Westen hatten sie das Bild einer Spionagegruppe, die erfolgreich für die Sowjetunion gearbeitet hat, und im Osten spiegelverkehrt eine Kundschaftertruppe. Ich selbst kenne den Begriff nur aus Karl May. Keine Spione, sondern der Begriff wurde positiv besetzt, es waren Kundschafter. Minister Mielke und die Herren von der Staatssicherheit erklärten die Rote Kapelle zu einer Art Vorgängerinstitution des Ministeriums für Staatssicherheit. J'étais très choqué de voir, par exemple, dans les fêtes, les grandes fêtes en Allemagne de l'Est, de voir les portraits des gens de l'Orchestre Rouge avec intercalés les portraits des Vaupaux qui étaient morts dans des échanges de tirs entre l'Est et l'Ouest et qui étaient mis au même niveau que les gens de l'Orchestre Rouge. Autrement dit, on récupérait les gens de l'Orchestre Rouge pour faire la propagande du régime. Communism in reality is not a political party. It is a way of life, an evil and malignant way of life. It reveals a condition akin to disease that spreads like an epidemic. And like an epidemic, a quarantine is necessary to keep it from infecting this nation. Die CIA oder der Vorläufer der CIC hatte 1945-46 begonnen, nochmal über alle Beteiligten der sogenannten Roten Kapelle Dossiers anzulegen. Die Amerikaner übernahmen nicht nur die Gestapo-Fotos, sondern auch die moralischen Interpretationen der Gestapo über die Gruppenangehörigen. Als dann Überlebende der Roten Kapelle ein Verfahren einleiteten gegen Röder, der für die vielen Todesurteile, die er beantragt hatte, mit verantwortlich war, unternahm die Staatsanwaltschaft Lüneburg, Staatsanwalt Fink, in den Jahren 49 bis 51 eine Voruntersuchung. Das Verfahren endete damit, dass keine Anklage erhoben wurde, weil kein Unrecht ernstlich zu vermuten war. Röder hat sich so verhalten, wie man es 1942 von ihm erwartet hat. Und damit hat man das Recht, was er damals gesprochen hat, und es war ja ein Unrecht, im Jahre 1951 nochmal legalisiert. Nobody in the judicial system ever really paid for any of the crimes that were really committed in the name of Nazi justice. The judges, the lawyers didn't go to jail. And partly that is, of course, who was trying them, but judges and lawyers. Ich weiß nur, dass sie alle sich darauf berufen haben, dass sie ja Recht gesprochen haben. Zu dem bestehenden Recht. Aber das ist ja alles, dann kann man ja eigentlich alles entschuldigen, wenn man so denkt. Hm? Und 1950 haben sich dann meine Großeltern entschieden, in den Ostteil Berlins zu ziehen. Diese Entscheidung wurde sehr gefördert durch die Umstände, dass der Chefankläger in diesem Prozess ein freier Mann war, der wieder öffentlich für eine neonazistische Partei wieder auftreten konnte. Pour vous montrer l'état d'esprit de Röder, il a été envoyé à Nuremberg. Et les gens des services américains lui ont dit « On est désolé,
dans nos services juridiques, donc à Nuremberg, il y a beaucoup de juifs, donc vous allez avoir ces gens-là en face de vous. On est désolé pour vous, mais c'est comme ça, en riant. We had people in the Department of State who were revanchist, and they just said there is no good in a German, you know. And don't tell me that any Germans did any good. If they fought against Hitler, you know, they probably were bad guys who were communists. Den guten Deutschen, den gab es nicht. Und das waren alles dann nur Verräter oder ich weiß nicht was, die gute Sache verraten. Aber die eigentlichen Verräter waren ja Hitler und seine Leute, die das deutsche Volk verraten haben. Das hat auch ihr Vater immer gesagt. Ces gens de l'Orchestre Rouge, d'opinions diverses, avaient une certitude commune, le fascisme, l'hitlérisme, c'était le mal absolu. Il fallait le vaincre, le détruire. Et ils l'ont fait, ils ont contribué à le faire. On a dit après-guerre, à cause de la guerre froide, mais c'était des agents communistes, des espions communistes. Non, ils travaillaient avec Moscou, ils auraient travaillé avec Londres, il fallait arrêter Auschwitz. Et puis ensuite, bah, le goulag, bien sûr, mais c'est une autre période. À la période dont nous parlons, c'est-à-dire la Deuxième Guerre mondiale, l'ennemi commun, c'était le fascisme. Ich finde, es wäre wirklich an der Zeit, um das bisschen Widerstand, das es gegeben hat, dass das nicht noch nach sehr subjektiven Kriterien aufgeteilt wird in guten und schlechten Widerstand. Und ich denke, dass dieses Deutschland froh sein kann über jeden, der in der Nazizeit den Mut und die Courage hatte, gegen dieses Nazi-Regime anzugehen.